Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur 100. Folge von The Long Dark. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir es irgendwie mal so weit treiben mit dem Spiel. Aber, naja, wie man sieht, haben wir es ja doch gemacht, also ich zumindest. Und du hast auch dabei zugeschaut, also macht es auch nicht besser. Gut, ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt das zweite Projekt... Hi, na, wer bist denn du? Och. Alter, wieso macht es diese Geräusche? Ich krieg Angst. Und sowas in der 100. What have we here? Spiel, lass das sein. Alter, mein Herz. Das hatte ich ja noch nie. Oh, egal, eine lange Wollunterhose. Aber die haben wir, glaube ich, schon an. Hope nobody needs this anymore. Da kommen mir auf einmal die fiesen Geräusche an, ey. Nur weil da eine Leiche rumsitzt. Jetzt habe ich gleich gedacht, die springt mich an oder so. Boah. Oh, wir haben gerade einen Luxus-Anorak gefunden. Ich glaube, das könnte auch noch ein gutes Accessoire sein. Ich hatte jetzt kurzzeitig zwischendurch überlegt, ob ich mich vielleicht mal ins Bettchen lege, aber jetzt dann doch lieber nicht. Ich guck mal lieber, dass ich hier rauskomme jetzt. Boah! Alter, das war jetzt aber gruselig, ey. So weit kann man doch nicht machen, ey. Ich habe mir fast in die Hose gepinkelt. Ja, wäre witzig gewesen dann. Ich weiß, ja. Aber nicht für mich. Oh, Menschenskinderle, ne. Was haben wir denn hier an ausrüstungstechnischen neuen Sachen dazu bekommen? Baumwollsocken brauchen wir nicht. Die Daunenskijacke bringt es, glaube ich, auch nicht. Außenschicht sehr leicht und warm, aber nicht sehr winddicht. Mit Synthetik Daumen gefütterte Skijacke soll den Oberkörper warm halten, hält aber den Wind nicht gut ab. Wiegt aber auch nur ein halbes Kilo. Wir haben aber auch noch was anderes gefunden, nämlich den Luxus-Anorak. Ja. Sehr hochwertiger Anorak aus den besten Materialien, stark windabweisend und mit Daunen gefüttert. Für Profis. Ja, der wiegt 2 Kilo, also ein Kilo weniger als das Ding, was wir jetzt anhaben. Und bietet einen Wärmebonus und einen Winddichtenbonus von 4 Grad. Also anziehen, denn das Ding zieht auf jeden Fall lange Baumwollunterhose. Wir haben aber noch eine lange Wollunterhose, die bringt nämlich noch mehr Bonus. Bonus, Bonus. Jupp. Die bringt, obwohl sie vom Zustand her gleich ist, einfach mal das Doppelte und nochmal 0,9 Grad Winddichtebonus. Wolle ist halt einfach geiler als was anderes, ne? Weißt ja, so, Mäuschen. Dicker Wollpullover haben wir an. So. Jetzt haben wir einen Wärmebonus von 13 Grad und einen Windkühlebonus von plus 9 Grad. Jo, läuft auf jeden Fall. Gucken wir uns hier in der guten Stube auch nochmal um. Und hoffen mal, dass es hier nicht wieder so merkwürdige Geräusche hat. Da kann ich nämlich auch gut drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir auf jeden Fall auch schon mal merken, dass, die Häuser hier hinten, dass ich die nicht nach Holz durchsucht habe. Weil einfach die Taschen jetzt schon voll sind. Und ich mir sowieso mal überlegen muss, wie ich das ganze Zeug nachher, wenn ich dieses Haus jetzt hier noch durchsuche, wie ich das alles nach Hause kriegen will. Ich meine, ist ja nicht mehr viel hier, ne? Ich meine, die Baumwollsocken, das können wir alles kaputt machen. Mach ich jetzt auch mal eben. Obwohl, das kann ich lieber zu Hause machen. Warte mal, ich glaube... Schon wieder nach Hause, macht auch keinen Sinn. Nee, komm, ich zerleg das jetzt hier, zur Not penne ich hier eine Runde. Tut ihm ja keinen Abbruch, ob ich jetzt mal irgendwo eine Nacht lang woanders verbringe oder ob ich vielleicht neben der Leiche da schlafe oder so, auch wenn die irgendwie komische Dinge tut mit mir, dann vielleicht mal sehen. Weiß man ja nicht so genau. Vielleicht repariere ich gleich auch ein bisschen was, irgendwelche Sachen oder sowas. Mal schauen, mal schauen. Abgesehen davon ist es ja auch gerade erstmal mitten am Tag.
Baumwollsäckchen, ach, was niedlich. 100 Folgen jetzt schon wieder. Das sind 25 Stunden. Sind sogar mehr, weil ich habe ja eine Zeit lang zwischendurch 20 Minuten Folgen gemacht. Oh, erstmal einen Tee trinken hier. Also ich sag mal, 30 Stunden werden das vielleicht sein. Ja, doch, 30 Stunden, das ist... Kriegt man nicht an einem Tag durchgeguckt, aber... Dann haben wir jetzt zwei Beile in der Tasche? Ne, nur eins, ne? Ja. Das behalten wir aber trotzdem mal eben. Der einfache Wintermantel, den packen wir jetzt mal weg. Den brauchen wir nämlich nicht. Der wiegt jetzt einfach nur so unglaublich viel mit seinen 3 Kilo. Und ich glaube nicht, dass zwei Stoffe auch so viel wiegen. Nein, abbrechen, abbrechen! Ha, Glück gehabt. Jetzt hätte ich fast das gute Ding kaputt gemacht. Die aufgerollte Zeitung zerlegen. Das ist ein toller Bildschirm auch, ne? Also, ich kriege da gar nicht genug von. Den könnte ich stundenlang, könnte ich mir den anschauen. Ohne davon, ich sehe den ja sogar zweimal, das ist das Tolle, hör mal. Zweimal kann ich mir den angucken. Ich brauche einen dritten Monitor, wo ich dann nochmal extra ein Fenster habe, wo ich dann nochmal das gucken kann. Das ist dann wie im Kaufhaus, wo dann auf 20.000 Bildschirmen immer das gleiche läuft. So, jetzt haben wir ein bisschen sortiert. Jetzt können wir nochmal gucken, wie das mit den Essen aussieht. Haben wir denn ja mal irgendwas, was weg muss? Stacys Traubenlimo, rein damit. Ein bisschen was für den Hunger, ein bisschen was für den Durst. Ein bisschen was für den Hunger wäre aber nochmal besser. Müsli-Riegel? Ja, dann läuft das auf jeden Fall. Der Gefrierschrank ist leer, der Kühlschrank ist auch leer. Ach, welch ein deprimierendes Trauerspiel hier. Dann gehen wir nochmal die ganzen Schränke hier ab. Vielleicht finden wir nochmal das ein oder andere Leckere. Vielleicht aber auch nicht. Weiß man ja nicht. Lecker Tomatensuppe. Orangenlimo. So, da kommen noch ein paar Unterschränke. Gleich noch ein paar Oberschränke. Ah, Sardinen. Ich würde doch niemals so eine angefangene Dose Sardinen essen. Ey, wer weiß, was mit dem Zeug ist. Antiseptikum, sehr gut. Schrank. Le Ofen. Ich mache das jetzt gerade übrigens absichtlich mit den ganzen Streichhölzern. Einfach damit wir die mal irgendwo ein bisschen verwenden können. Ich hoffe, der Hund, der da gerade gekläfft hat, war draußen und nicht bei mir. Oh, die halten aber auch ein bisschen länger, die Streichhölzer, die ich jetzt hier habe. Sind das die, das sind bestimmt andere, das sind hochwertigere. Das haben wir schon durchsucht. Das haben wir noch nicht durchsucht, aber da ist bestimmt auch nichts drin. Außer natürlich Baumwollsocken. Die kann man natürlich immer brauchen. So. Hier ist auch wieder mal nicht viel los. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Kleiderschrank was gefunden. Noch nie. Einfach noch nie. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Durchsucherix. Und die auch nochmal. Thermostiefel. Wasserdichte Außenschicht. Innen mit Filz gefüttert für kaltes Wetter. Ich glaube, die Dinger sind ganz gut. Ich glaube, die ziehen wir gleich auch mal direkt an. Aber erstmal ein bisschen nochmal aus der Toilette trinken. Auch wie ich mir das gerade einfach mal vorstelle, wie er einfach mal so mit so einem Strohhalm in der Toilettenschüssel hängt und dann noch so ein Cocktailschirmchen dran und dann. Ich trinke mir ein bisschen Klowasser. Ach, schön, ey. Ach, nee. Warum habe ich eigentlich immer so ein schönes bildliches Vorstellungsverdingsung? Überladen sind wir übrigens schon wieder. Toll. Das heißt, wir müssen gleich wieder ein bisschen kaputt machen. Bisschen trinken. Mein Gott, wie viel Wasser haben wir denn in der... 10 Liter oder was? Nö, 8,29. Aber ein bisschen was wegtrinken wäre vielleicht jetzt auch schon mal echt eine Überlegung wert. Und das alles ohne... Super. 0,15 Liter Wasser weg. Toll. Ganz prima. Ja, das Hundefutter können wir uns gerade mal gönnen hier. Jupp, haben wir wieder ein bisschen was draufgekriegt.
Dann durchsuchen wir die Schubladen hier nochmal. Thermoweste. Synthetik Außenschicht, die den Oberkörper vermeldet, aber die Arme freilässt. Ja, das ist toll. Ich befürchte nur, dass wir das ganze Geraffel nie nach Hause kriegen werden, weil wir total überladen sind und deswegen total schnell erschöpft sein werden. Einfache Stiefel. Was wir jetzt hier alles an guten Sachen finden, ey. So was gab es früher ja gar nicht, hör mal. So, dann gehen wir mal wieder raus aus der guten Stube, denn hier haben wir alles gefunden, was wir finden wollten. Und ja, wir sind zwar überladen. Das juckt mich jetzt aber gerade nicht. Was liegt denn da noch rum? Liegt da noch ein Bob rum? Bob, bist du es? Nee, es ist ein Hirsch. Ein Hirsch, wo wir nochmal Fleisch mitnehmen können. Und natürlich nicht vergessen, le 4 Stück hier mit le Jagdmesser. Oh, einfach mal reingehauen da. Und dann müssen wir gleich auch noch die Götz mitnehmen. Daraus können wir nämlich dann gleich ein paar Fallen machen. Ja, Haut und Darm haben wir jetzt. Jetzt steht es da endlich mal auch auf Deutsch. Jetzt verstehe ich das auch mal endlich. 16.30 Uhr. Okay, wir sind leider dummerweise ein bisschen überladen. Das macht aber jetzt gerade nichts. Das Einzige, was das jetzt gerade macht, ist, dass wir halt ein bisschen länger brauchen. Bis wir... Wo müssen wir eigentlich hin? Ich befürchte, wir müssen nach da hinten. Schubidubdubdu. Ba-ba-ba-ba-ba-ja. Papaya. Da, 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 da. Super. Jetzt habe ich wirklich wieder einen Ohrwurm. Toll. Ich habe irgendwie jeden Tag jetzt einen neuen. Ist aber eigentlich auch ganz schön. Ist das da hinten Hirsch? Ist der tot? Sag mal. Ich glaube, der ist tot. Aber wenn wir Glück haben, können wir da nochmal 10 Kilo Fleisch rauspopeln. Da sind noch zwei Hirsche. Och, guck mal, müssen Pärchen sein. Ein Homo-Hirsch-Pärchen natürlich. Was auch sonst. Auf die Hütte müssen wir nachher auch nochmal gehen. Und da hinten ist auch noch irgendwo eine, da müssen wir auch nochmal hin. Ach Gott, wir haben auch noch so viel zu tun hier. Und irgendwo hier ist auch noch im Wald dieser blöde Aussichtsposten gewesen, ne? Wo war denn der noch gleich? Ach, da oben. Da müssen wir auch nochmal irgendwann hin. Ja, und dann, wenn wir hier soweit alles haben, dann steht ja irgendwie auch nochmal an, dass wir... Was liegt denn hier alles an Hirschen rum, sag mal? Da drüben ist ja auch noch einer, oder? Ist das ein Wolf? Hm. Oh, da hat leider keiner mehr Fleisch mehr über. Aber hier kriegen wir wenigstens noch ein bisschen an Leder und noch ein bisschen an Darm. Das ist ja auch mal schön. Därme kann man nie genug haben eigentlich. So, dann geht's weiter und dann gucken wir doch mal, was er da... Oh, guck mal. Die Gänse fliegen auch schon mal Richtung Süden. Das soll uns wahrscheinlich sagen, dass es halt dann langsam vielleicht doch mal Zeit ist, ins Bettchen zu gehen hier. Was liegt denn jetzt da? Ist das noch ein Hirsch? Ja, da ist noch einer, aber irgendwie ist der ein bisschen sehr viel kleiner als der andere. Ja, kriegen wir aber auch nochmal ein Kilo raus. Das ist doch schön. Ja, die Kälte ist mir jetzt gerade egal. Wir haben gefühlte 1 Grad, haben wir jetzt gerade noch auf Uhr stehen. Das juckt mich jetzt gerade nicht wirklich. Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen juckt, ist, dass wir total überladen sind. Ich hoffe nur, das ist jetzt nicht besonders schlimm. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. 20 Uhr, da fängt die Nacht an. Okay, das kann ich mir dann ja schon mal merken. Wenn ich es jetzt drauf anlegen möchte, kann ich ja jetzt die ganze Nacht draußen bleiben. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eine schlechte Idee ist. Vor allen Dingen, weil ich vielleicht nichts mehr sehen werde. Also wenn jetzt hier Wölfe unterwegs wären, würde ich so einen Spaß nicht machen. Das weiß ich wohl. Und ich weiß wohl, dass ich jetzt heute ein bisschen überziehen werde, weil ich die letzte Folge halt auch ein bisschen gekürzt habe.
Und deswegen wird die jetzt wohl ein bisschen. Ah, wir sind am Küstenort angekommen. Wird die etwas länger werden. So, da drüben kommt die Tankstelle. Das mit der Nacht draußen, das können wir bald mal machen, aber nicht jetzt. Jetzt schlören wir uns erstmal ins Gebäude. Und da räumen wir erstmal ein bisschen was weg. Denn wir haben einfach so sau viele Sachen in der Tasche, wobei wir könnten. Ne, warte mal, wir könnten nicht. Wir könnten. Ich muss ja mal irgendwo ein bisschen was wegtun hier. Materialien. 6 Kilo überladen. Ist eigentlich gar nicht so viel. Alles raus. Stoff muss auch alles raus. So, Darm. Den können wir jetzt hier oben reintun in die Schublade. Lecker Darm. Darm aus Darmstadt. Dass der jetzt erst gekommen ist. Also, so wie ich mich kenne, hätte er eigentlich schon viel früher kommen müssen. Entschuldigung. Sonstiges Lampenöl raus. Werkzeug. Streichhölzer raus. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nö. Aber eine Axt, die können wir hier nochmal beiseite legen. Beziehungsweise Beil ist es ja tatsächlich. Eine Fackel. Wo? Da, hier oben, ne? Ja, da sind die Fackeln. Packen wir auch nochmal eine weg. So, Futteralien. Essen und Trinken. Als Essen mal ein bisschen Wasser raus. Ich glaube, dann haben wir schon mal die Hälfte der Probleme, haben wir dann schon mal weniger. Wenn wir mal so die ersten 7 Liter Wasser raustun. So, schon sind wir nicht mehr überladen. Ist das toll. So, dann nochmal, Zustand ist schon sortiert. Hier ist der ganz schlechte, unten ist der ganz gute. Das heißt, die Dose mit den Sardinen kommt raus, Hundefutter kommt raus, Schweinefleisch mit Bohnen kommt raus, Gipfelbrause, Schokoriegel, Orangenlimonade, rohes Reh kommt wieder rein, weil das machen wir uns gleich. Schwupp. Hundefutter, das muss alles noch gemacht werden. Haben wir nochmal zweimal Nähsets, die wir reintun können. Logischerweise unter Werkzeug. Tschüpp, tschüpp. Und dann machen wir uns mal eben kurz ein Feuerchen an. Wir haben ja noch ein bisschen Altholz, so 78 Stück. Da kann man mal eben kurz 5 Scheite rausnehmen. Umlagern, dann einmal einen Brandbeschleuniger. Und einmal ein Zunderbündel. Ja, dann braten wir uns mal eben das Reh durch. Tipp, tipp. 91%. Ich hoffe, es funktioniert. Jawohl. Hervorragend. Hatte geklappt. Hatte geklappt, ne? War ganz so einfach. Gut, dann machen wir uns jetzt hier einen schönen Restabend. Beenden wir die Folge 100, damit Reh zu braten. Da liegt noch Schokolade rum. Ich bin so ein bisschen in Versuchung, da vielleicht mal ein bisschen dran rumzukauen. So, ein letztes Rehlein noch. Dann sind wir damit durch. Dann können wir nochmal ein Süppchen aufwärmen. Und uns selbiges. Wie viel Roh das noch ist, ja? Wie viel Roh? Mein Gott, wie viel Roh? Vor allem, wie viel rohes Reh? Ich dachte, das waren gerade mal 3 Stück. Dann waren es jetzt doch 5. Naja. Man kann sich ja auch mal irren. So ein Scheiß. Es hat Feuer ausgegangen. So ein Scheiß. Jetzt muss ich das wieder neu anmachen. Der gute Brandbeschleuniger geht doch da drauf. Ach, Menno. Vor allem die guten Zunderbündel. Wir haben nur noch 114 Stück davon. Geht doch so nicht. Zünder nix. Wer kann Zünder? Hä? Bin ich jetzt blöd? Was ist denn jetzt der Zünder? Altholz, Zunderbündel? Zünder? Ach, Streichholz haben wir nicht mehr. Okay, ist gerade ein bisschen duster. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz eben ins Bett. Aktenschrank. Schublade. Ah, warte mal, Schublade. Das heißt, da irgendwo muss das Bett sein. Scheiße. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Bett.
Ah, sehr gut. So, und pennen bis 6 Uhr morgens, dann ist es wenigstens wieder hell. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. 20 Minuten sind um. Ich danke fürs Zuschauen. 100 Folgen sind rum. Morgen kommt dann die Folge 101. Vielleicht nenne ich es auch Staffel 2. Man weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Tschüss.